präsentiert von der Volkswagen Lübecker Land. Von der Volkswagen Schnadhorst gegenüber, Leiter des Spiels, der Schiedsrichter ist Thomas Peters. Von der Tura ist begonnen. Ab geht der Peter im nächsten Spiel. Köln gegen Hamburg. Wir spielen jetzt sensationelle 0 Punkte. Hamburger SV gegen 1 Punkt. 1. FC Köln. Man muss dazu sagen, die Kölner haben 3-3 gegen Stuttgart gespielt. 1-2 gegen Leipzig. Das war keine Laufkundschaft. Die haben schon ein bretthartes Programm gehabt. Die Hamburger 1-3 gegen Leipzig verloren. Und 2-3 gegen Nürnberg. Und hier der erste Treffer für die Kölner, Jan Thielmann. Trifft für den 1. FC Köln. Frühe Führung nach nicht mal einer Minute und schon die nächste Chance. Wieder Thielmann, aber diesmal gehalten von Gavin Ditsilatis. Also Köln hat sich was vorgenommen hier in diesem Spiel. Und letztendlich den ersten Dreier. Köln ja mit der 18. Teilnahme. Hamburger SV mit der 16. Hamburger SV ja der Lieblingsverein vom Turniergründer Heinz-Dieter Holsing. War schon immer ein Tucken parteiisch. Hat ihm aber auch jeder verziehen, weil er natürlich trotzdem immer aufmerksamer und sehr fairer Gastgeber war und ist. Wieder guter Ball, jetzt die Kölner wieder im Angriff. Bisher die klar bessere Mannschaft und jetzt geht alles. Jan Thielmann. Drei Abschlüsse, zwei Tore und wird da gefeiert. Kriegt das Kompliment. Martin Heck, wunderbar aus dem Nichts, abgezogen, ansatzlos. ...2-0 für die Kölner. Nächster Angriff, Missverständnis da. Im Aufbau jetzt verfolgt Sebastian Papalia, den Hamburger Spieler. Tiefer Ball. Ah, das fällt schon den ganzen Turniertag auf. Hamburg spielt wenig Fußball nach vorne. Wenig Aufbauspiel, wenig Kurzpassspiel. Immer wieder lange tiefe Bälle in Hoffnung auf Abpraller, auf Gegenpressing. Nur, dass das ja schon zu verteidigen ist für eine U16-Mannschaft aus der Mittelrheinliga. Tabellenzweiter dort. Also sehr gut unterwegs, die Kölner. Schussversuch hier von Vincent Friedsam. Einer von 4 Nationalspielern, beziehungsweise 5 Nationalspielern, wenn wir die Abrufliste noch mit dazu nehmen, die Kölner hier mitgebracht haben. Sensationell gut aufgestellt. Also die Kölner arbeiten, den ersten Sieg zu schaffen. Hier haben wir das Trainerteam. Der Kölner Martin Heck, 34 Jahre, Cheftrainer beim 1. FC Köln. A-Lizenzinhaber, selber nur bis zur Bezirksliga gekickt. Als Trainer hier aber sehr erfolgreich mit den Kölnern unterwegs. 50 Tore haben die Kölner in dieser Saison bisher erzielt in 13 Spielen. Sensationell gute Quote. Allerdings sind sie schon 4 Punkte hinter dem FC Hennef 05. Wer kennt den Verein nicht? Haben auch schon ein Spiel mehr bestritten. Also es könnten bis zu 7 Punkte werden in der Liga. Erst einmal verloren die Kölner, aber schon 4 Unentschieden. Und das ist das, was sie da so ein bisschen den Kontakt zu
zur Tabellenspitze verloren hat. Nächster Schussversuch jetzt, denn hier sind sie voll dabei. Das Punktekonto deutlich hochzuschrauben. Und zwar von 1 auf 4. Hamburg erhöht jetzt ein bisschen den Druck, greifen jetzt eher an. Wollen die Kölner nicht mal so ins Spiel kommen lassen. Aber Köln hat einen Torwart, der richtig stark unterwegs ist. Hier auch die Köln-Fans auf der Tribüne sichtbar. Schussversuch. Jetzt ist ein Scheibenschießen da hinten. Hamburg schwimmt gerade, lichterloh. Die haben Spaß. 2-0 Führung, Mannschaft besser. So kann es weitergehen. Köln ja immer ein sympathischer Verein hier beim Friedrich Cup. Klasse rübergespielt und große Möglichkeit wieder für den ersten FC Köln. Schiedsrichter der Partie jetzt Thomas Peters. Erster Einsatz hier im Turnierverlauf. Jetzt die Drehung und der Abschluss. Knapp daneben. Arthur Filiminov. Langer Ball wieder gegen die Bande. Abpraller genommen. Und wer sonst als Jan Thielmann. Drittes Tor für ihn hier im Spiel. Der trifft alles jetzt. Abpraller kam direkt genommen, direkt an der Bande, der war nicht einfach zu platzieren. Das hat er sensationell gut gemacht. Und hier haben wir wieder Bayern, Köln und Dortmund in Freundschaft vereint. Und das mal immer so wäre. Genau, es läuft bei ihm. 3-0 Führung. Hat da gerade Grund zum breitesten Grinsen in dieser Dreierreihe. Da gibt's die Fankurve. Die Kölsche Jungen weiter intonisieren. Nicht ganz so gerade wie gerade vom CD-Player, aber mit dafür dreimal mehr Leidenschaft. Also stimmungsmäßig alles in Ordnung hier in der Kreisporthalle. Köln darf sich seiner Fans immer sicher sein, egal wie es oben in der Bundesliga auch läuft. So, was macht der HSV? Mein letztes Jahr im Finale. Da im 9-Meter-Schießen gegen Werder Bremen verloren. In der Liga läuft schon nicht gut, sind Tabellenzehnter in der Regionalliga, sind erst im letzten Spiel des Jahres vom Abstiegsplatz gesprungen. Also, es läuft nicht wirklich rund beim HSV. Nächster Versuch. Es konnte kein Tor werden, weil es hat Tim Lemperle geschossen und in diesem Spiel macht nur einer Tore. Der heißt Jan Thielmann und trägt die Nummer 9. So, nächster Versuch. Versuch des Querlegens. Da, sie sind geknickt. Das sieht man. Aber sie haben es in knapp 3 Minuten überstanden für heute. Dann geht es morgen weiter. Und dann mit allen Möglichkeiten. Alle kommen weiter. Von daher gibt es noch alles zu regeln und alles zu korrigieren. Und in diesem Turnier richtig weit zu kommen. Wenn der heutige Tag für die Hamburger schon nicht so gut lief, dann schauen wir doch gerade mal in die Turnierhistorie. Wir nehmen diesen Angriff noch mit. Schussversuch hier von Batum Öztin. Klasse durchgesetzt da an der Bande. Finn Steinhöfel.
Wechsel jetzt bei den Kölnern. Also wir gucken kurz in die Historie, wo beide Mannschaften wechseln. Wer war denn bisher schon auf der Platte für die Hamburger? Alex Meyer war hier. Skodran Mustafi, Arsenal London, war hier. Der Seeler-Enkel Levin Öztunali hat für die Hamburger hier in Lübeck gespielt. Jonathan Tah, der Nationalspieler, war hier in Lübeck auf der Platte. Und das neueste Talent, der vor kurzem jetzt hier war, das ist nicht so lange her, Jan Fiete Ab, der Hoffnungsträger schlechthin beim Hamburger Sportverein. Auch er hier mit der U16 damals in Lübeck angetreten. Das war eine klasse Parade jetzt von Gavin Dizalitis, dem Keeper Hamburger. Anderthalb Minuten noch. Auch die Liste der Kölner Spieler kann sich sehen lassen. Timo Horn, Mitchell Weiser, Christian Clemens, Yannick Gebhardt und natürlich ein Weltmeister, Lukas Podolski. 2001 bester Scorer des Turniers. Auch er hier in Lübeck. Bei der zweiten Ausgabe überhaupt war er zugegen. So, die warten jetzt auf den Abpfiff. Die warten drauf, dass sie jubeln können. Den ersten Dreier im Turnier bejubeln können. Und bei noch 55 Sekunden und 3-0-Führung sollte das funktionieren. Und hier ist die große Chance zum 4-0, zum Ausbauen. Das war wieder ein bisschen zu verspielt. Marvin Obus. Aber wieso sollte hier auch jemand anderes treffen als der Spieler, der da unten schon lauert und steht und den Ball will? Als Jan Thielmann, the man of the match hier. Mit schon 3 Treffern. Jetzt hilft er defensiv aus, gewinnt den Ball. Und es müsste eigentlich nur noch drauf schießen, dann ist der Ball eh drin. Nein, das gibt's ja gar nicht. Gehalten. 22 Sekunden auf der Uhr. Ballbesitz für Köln. Gut gespielt, gut behauptet. Wird der Ball nochmal abgelegt. Lange Kugel, Thielmann hinten und der Ball geht nochmal rüber. 14 Sekunden auf der Uhrzeit, weil der Ball im Aus ist. Ist wieder angehalten. Jetzt spielen wir weiter. Nochmal der tiefe Ball. Und jetzt dürfte es so sein. 4-0 durch Marvin Obus. Also hier kann nicht nur Thielmann Tore schießen gegen HSV. Wunderbar geschaltet, Tor war leer, weil der Thielmann auch schon wieder in der Nähe auftauchte. Das war's. Der erste FC Köln und den ersten Dreier und gewinnt mit 4-0. Hamburg mit 0 Punkten an diesem Samstag. Ab in die Highlights. Die Atmosphäre bei mir.